Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Kurs zeige ich euch für das Modul der Oberstufe Langenhorn, wie man eine Aufgabe abgibt. Dazu muss man die Aufgabe erstmal finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder wisst ihr schon, dass in einem bestimmten Kurs Aufgaben gestellt wurden, dann geht ihr direkt auf den Kurs. Oder ihr wisst es nicht, dann schaut ihr auf den Kalender und stellt fest, oh, hier stehen ja für diesen Freitag zwei Arbeitsaufträge, die sollte ich dann vielleicht wohl mal machen. Die dritte Möglichkeit ist, dass euch auffällt, dass in der Zeitleiste hier an der Seite möglicherweise Aufgaben stehen. Ich sehe jetzt zum Beispiel, die Beispielaufgabe Standard ist fällig. Klicke ich also drauf und dann steht hier die Aufgabe. Wie hätte ich sie auch finden können? Über den Kurs anklicken und dann sehen, Kursbereich Nummer 1, Beispielaufgabe Standard. Aber achtet echt auf eure Zeitleiste, die hilft ganz gut. In einem Kurs ist meistens so ein Ankündigungsforum drin und häufig diese vier Buttons oder fünf oder sechs, je nachdem wie viel euer Lehrer angelegt hat. Statt der Buttons kann man auch mal Themenbereiche haben, dann sind die so untereinander oder Kacheln, dann sind die schön nebeneinander. Auf jeden Fall habt ihr den Kurs in unterschiedliche Bereiche unterteilt. Und dann klickt ihr hier auf die Aufgabe, um sie zu erledigen. Kommen wir wieder zum selben Bild. Also, entweder über die anstehenden Aufgaben oder ihr geht direkt in den Kurs und guckt, was ihr noch nicht erledigt habt. Manche Kolleginnen und Kollegen stellen die Aufgaben so, dass sie immer jede Woche sind. Andere geben Aufgaben, die auf 2 oder 3 Wochen gestreckt sind. Diese 2 oder 3 Wochen Aufgaben sollte man aber nicht am Tag vorher anfangen, wenn sie bei den fälligen Aufgaben angezeigt werden. Behaltet also eure Arbeitsorganisation im Blick und schaut regelmäßig in allen Kursen nach, was der Kollege oder die Kollegin dort gerade für euch bereitgestellt hat. Wenn ihr jetzt bei einer Aufgabe seid und sie noch nicht bearbeitet habt, dann sieht sie so aus, zumindest wenn man das im Browser anguckt. Dann scrollt ihr nach unten. Pro-Tipp, in Moodle nach unten scrollen hilft ganz häufig, um was zu finden. Und klickt auf Abgabe hinzufügen. Dann öffnet sich hier bei einer normalen Standardaufgabe einfach eine Dateiabgabe. Und da kann man jetzt entweder mit Drag and Drop, ich nehme mir also meine Datei, ziehe sie hier hin und lasse sie los, abgeben. Oder ich kann auf Datei hinzufügen klicken, muss dann durchsuchen und suche dann auf meinem Rechner, hier noch so ein schönes Bakterienbild, klicke dann Datei hochladen. Wenn ihr alle Dateien hier drin habt, die ihr hochladen wollt, klickt ihr auf Änderungen sichern. Dann steht jetzt hier in grün zur Bewertung abgegeben. Top, ihr habt's geschafft. Fertig. Auch wenn hier steht noch Abgabe bearbeiten oder Abgabe entfernen, das bedeutet, dass noch Zeit ist. Das hier unten bedeutet einfach, dass ihr noch die Möglichkeit habt, es noch zu ändern. Manchmal kann man das sogar noch ändern, nachdem die Frist eigentlich abgelaufen ist. Aber auf jeden Fall habt ihr jetzt abgegeben und alles ist gut. Schaut euch mal hier an, die Aufgabe, die ist jetzt auch abgehakt. Ich kann das aber selber umändern. Bei der Beispielaufgabe Rubrik, da sieht das ein bisschen anders aus. Der graue Bereich ist größer, weil hier seht ihr vor dem Machen der Aufgabe schon, was der Lehrer oder die Lehrerin hinterher bewerten wird. Also hier Bewertungskriterium und dann stehen hier, welche Bewertungskriterien werden nachher angewendet, wie viele Punkte gibt es für was. Auch hier nach unten scrollen, Abgabe hinzufügen, je nachdem wie die Aufgabe war und nehmen dann wieder per Drag and Drop, loslassen. Bisschen warten, wenn die Datei größer ist, Änderungen sichern. Ihr könntet sogar hier Ordner anlegen und dann eure Abgabe in Ordnern strukturieren. Wichtig ist, ihr könnt keine Datei hochladen, die größer als 200 MB ist. Falls ihr doch mal so eine Datei habt, beispielsweise habt ihr ein Video erstellt und es nicht richtig runterskaliert, dann gibt es die Möglichkeit, irgendeine andere Datei abzugeben vielleicht oder auch gar nichts und hier bei den Kommentaren mal was zu schreiben, zum Beispiel einen Link zu irgendeinem Dateiverteiler, den ihr benutzt. Ihr könnt auch die Kommentare dazu benutzen, um noch irgendwas anderes zu eurer Abgabe zu erklären, sowas wie Paulchen hat nicht mitgearbeitet, aber Fritzchen war ganz toll oder so. Das könnt ihr alles da machen. Auch die Aufgabe hat sich jetzt abgehakt, juhu, und auch die könnte ich jetzt wieder selbstständig ändern, sowas habe ich erledigt, habe ich nicht erledigt. Die nächste Aufgabe, wieder deine Datei. Es ist übrigens auch möglich, dass der Lehrer sagt, dass er zusätzlich zur Datei auch noch einen Text möchte. Dann kommt da oben ein Textfeld.
dann füllt man den Text halt ins Textfeld. Oder manchmal gibt es auch nur ein Textfeld und gar keine Datei. Das hängt davon ab, was der Lehrer euch gerade konfiguriert hat. Hier kann ich jetzt auch die Bakterie wieder reinfügen. Änderungen sichern. Und jetzt steht da plötzlich nicht grün, sondern da steht gelb. Entwurf, nicht abgegeben. Was ist jetzt passiert? Das ist eine Aufgabe, bei der der Lehrer gesagt hat, dass ihr nochmal bestätigen müsst, dass ihr jetzt wirklich abgeben wollt. Da scrollt man nach unten und da steht dann Aufgabe abgeben. Dann sind keine weiteren Änderungen möglich. Das ist also quasi so, ihr könnt so lange daran arbeiten, vielleicht weil ihr auch in der Gruppe daran gearbeitet habt, bis ihr wirklich zufrieden seid. Und dann klickt ihr auf Aufgabe abgeben. Dann fragt ihr euch nochmal und jetzt steht da zur Bewertung abgegeben. Der Lehrer oder die Lehrerin kann das, was ihr hochgeladen habt, schon sehen, wenn es im Entwurfsmodus ist. Aber es ist ein echt guter Hinweis, dass ihr dann einfach sagt, okay, wenn wir wirklich fertig sind, dann geben wir zur Bewertung ab. Dann weiß der Lehrer, jetzt seid ihr wirklich fertig. Diese Aufgabe habe ich als Lehrkraft so konfiguriert, dass ihr jetzt hier nicht ändern könnt, ob ihr fertig seid oder nicht. Die Aufgabe hakt sich selber ab und beschließt, ihr seid jetzt fertig. Das kann man auch bei den anderen Arten von Aufgaben so setzen, aber das ist halt eben auch eine Sache, was der Lehrer setzt. Zu Moodle gibt es auch eine App, die ich euch gerne zeigen würde. Man installiert die App und muss dann die URL der Webseite eingeben. Das ist in unserem Falle die Adresse, die ihr auch im Browser eingibt, um zur Instanz zu kommen. Denkt immer daran, es gibt sehr, sehr viele Moodle-Instanzen. Ihr müsst darauf aufpassen, dass ihr gerade beim richtigen seid. Quasi, es gibt sehr, sehr viele Schulgebäude. Ihr müsst aufpassen, dass ihr im richtigen Schulgebäude seid. Anschließend gibt man seinen Benutzernamen ein. Wenn ihr das Passwort eingegeben habt, klickt ihr auf Anmelden. Dann lädt sich die Moodle-Instanz, das hängt ein bisschen von euren mobilen Daten ab, und ihr landet zunächst einmal auf eurem Dashboard. Da sind alle eure Kurse aufgelistet. Ihr könnt auch auf die Startseite gehen. Dann erhaltet ihr nochmal so ein bisschen Infotext. Bei der Aufgabe scrollt man nach unten und klickt dann unten auf Abgabe bearbeiten bzw. Abgabe hinzufügen. Und dann kann man dort Dateien hinzufügen, kann man sich dann gucken, wo man das hat. Entweder hat man das schon im Album oder auf der App gespeichert oder man nimmt das direkt mit der Kamera auf, wie ich das jetzt hier mache, mit einem Erlaubnis erteilen und dann einfach ein Foto machen. Dann klickt er auf Sichern und dann lädt er das hoch. Das dauert einen Moment und dann kann man sehen, dass man drei Dateien abgegeben hat. Hervorragend. Alles so, wie es sollte.